Hallo, Freunde. Ich habe hier eine Kleinigkeit gemacht. Dieses. Halt geschminkt. Grad. Wollte ich euch zeigen. Also. Vielleicht guckt ihr euch das mal an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So. Also ich starte mit einem Perfect Matte Make-up von Manhattan in der Farbe 77 Natural. Hier bei uns heute super gutes Wetter. So gut, dass ich auf meiner Dachterrasse gehen konnte. Das war super geil. Das sieht fancy aus. Richtig, richtig fancy. Und ich habe das Wetter echt genossen heute. Wir haben zwar heute nicht gegrillt, weil wir gestern und vorgestern schon gegrillt haben. Man muss die Sache ja auch nicht übertreiben. Aber ja, draußen zu sitzen oder in der Sonne zu liegen, ist schon echt schön. Das hatten wir jetzt ja schon Monate nicht mehr. Und ja, das war echt cool. Ich habe auch eine kleine Fahrradtour gemacht und ein paar Fotos unterwegs. Ich liebe das ja. Ich so durch die Landschaft fahre, Landschaft, durch die Gegend fahre und die Landschaft fotografieren kann. Und heute konnte ich einen schönen Sonnenuntergang fotografieren. Wobei ich sagen muss, ich war ja vorhin noch kurz in der Stadt. Und in der Stadt sah es echt ein bisschen diesig aus. Also ein bisschen traurig, würde ich mal sagen. Ja. Wie war das Wetter bei euch so? Ich glaube, es war überall in Deutschland recht gut. Behaupte ich mal. So. Ready. Ich habe hier übrigens so einen ganz einfachen ollen Pinsel benutzt. Der sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Es ist nicht so meine natürliche Hautfarbe. Also ich finde so, wenn da noch nichts weiter dran ist, erkennt man das auch ganz gut, dass das nicht so gut passt hier. Ich bin heute übrigens schon mal, ne, sehr freizügig unterwegs, wegen des guten Wetters. Ich habe jetzt von NYX einen Concealer in der Farbe CW01 Porzellan. Porzellan. Ich kann es nicht aussprechen, das Wort. Da bin ich relativ vorsichtig mit. Ne? Ich will da relativ wenig, aber ich muss halt hier oben auch so ein bisschen, weil es bei mir alles immer sehr dunkel ist. Genau. Ach, so sah der aus, ne? So ein kleiner ist das. Ja, und dann arbeite ich den mal ein bisschen ein. Ja, wir haben jetzt am Wochenende auch so ein bisschen was wirklich im Garten gemacht. Und das war echt schön. Also mehr, ich sag mal mehr ich. Der Mann war viel wegen der Schule unterwegs. Und hat heute fast den ganzen Tag gelernt, der Arme. Ja, das könnte ich auch mit dem anderen Finger machen. Und ja, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn er so eine Lernphase hat. Aber er hat Ende des Monats Prüfung und ja, da muss man halt auch mal lernen. So, ich muss ganz kurz mal eben sagen, ich bin nicht so ein Concealer-Fan. Oder, was heißt Concealer-Fan? Ich kann nicht so gut mit Concealern umgehen. Mir sieht das immer ein bisschen merkwürdig aus, wenn ich einen Concealer benutze, finde ich. Das ist immer, ich weiß nicht, ich finde nicht so leicht die richtige Farbe. Aber der, wenn ich mir das mal so anschaue, in diesem immer noch nicht perfekten Licht, Leute, ich schwöre, ich arbeite dran. Ja, aber ich finde, der ist ganz okay. Ja, in meinem gelben Gesicht ist der ganz okay. Also, als nächstes wollte ich. Ich mache direkt mit Rouge weiter, glaube ich. Ich bin da ja nicht so. Also ich habe hier einen langweiligen Pinsel. Aber er ist cool, weil er rosa ist, ein bisschen. Und dann habe ich einen Mono Rouge von Rival de Loup Young in der Farbe 01 Tender Rose. Ja. Nee, im Garten habe ich auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich ein paar Blumen eingepflanzt. Ein paar Blumen, ich habe so
zu Ostern Blumen geschenkt bekommen, in so kleinen süßen Gefäßen. Und die habe ich draußen, jetzt eingebuddelt in mein, ja, nennt man das Beet? Ja, das, ich denke mal, ja. Das ist so ein Hügel, so ein kleines Dreieck. Wir nennen es mal Beet. Ja, da habe ich das eingepflanzt und so ein bisschen, was haben wir drin gemacht? Schnittlauch und Paprika und Zuckererbsen. Da haben wir so kleine Förmchen genommen, so Anzuchtschalen oder Anzuchtbecher und haben da Anzuchterde reingemacht und ja, dann wollen wir mal gucken, was daraus wird. So, die Situation ist etwas rosa. Ja. Was kann man hier? Also es sieht sehr hell aus. So, kann man das vielleicht erkennen? Mein Gesicht sieht auch, ich sehe aus, als wäre ich 10 Jahre älter. Deswegen wird mir in letzter Zeit so oft gesagt, ich bin schon so alt. Wahnsinn. Also, hier in meinem Gesicht befindet sich Rouge. Gott sei Dank wird das kein Schminktutorial. Das wäre jetzt ein Problem. So, dann habe ich hier noch einen langweiligen Pinsel. Und habe von Catrice Prime and Fine Highlighting Powder. In der Farbe 010 Fairy Dust. Die Musik hatte sich kurz verabschiedet. Ich gehe damit immer, also ich habe, ja, ich mache das immer so, ich mache hier oben über meinem Blush immer ein bisschen. Es leuchtet auch direkt. Über meinem Blush ein bisschen. Ein bisschen auf die Nasenspitze und hier unten und hier, so die T-Zone quasi. Und dann mache ich aber auch noch ein bisschen immer hier so neben die Nase, damit dieser ganze Bereich ein bisschen heller wirkt. Ja, oh. Es, ich sag da nichts zu. Huch. Ich habe hier mal eine kleine Situation, die nicht so sein sollte. Was machen wir als nächstes? Wir machen ein bisschen Lidschatten. Ich habe mir zwei verschiedene Töne mitgenommen und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also nachdem ich den ersten zerstört habe, hatte ich auch keine Lust mehr, die hier weiter durch die Gegend zu tragen. Also ich habe einmal von Essence so einen kleinen 20 Rosy Happiness. So ein, ja, der sieht ein bisschen bräunlich aus, aber Rosy Happiness könnte für mich jetzt rosa heißen. Genau. Was wollte ich denn sagen? Ich wollte sagen, dass ich mich total auf den Sommer freue. Also ganz im Ernst. Ich bin froh, wenn es endlich wieder öfter wärmer wird und nicht nur einen Tag irgendwie. Also das ist jetzt ja ganz schön, dieses Wochenende, aber das ist halt jetzt nicht für ewig, ne? Und man weiß ja nie. Also ich sag mal, letzte Woche, war das letzte Woche? Ich bin mir nicht so sicher. Innerhalb der letzten zwei Wochen habe ich meinen, ich sag mal, Frühlingsmantel, so ein dünnes Käckchen, rausgeholt und mit zur Arbeit genommen. Und einen anderen Tag hatte ich eine Winterjacke an, also, und habe Eis gekratzt an meinem Auto. Also man weiß es nicht. Das nervt mich auch ein bisschen, dass man das nicht so gut planen kann. Und ich bin ja auch so jemand, ich habe dieses Wochenende Wäsche draußen aufgehängt, auf der Wäschespinne. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, dass ich unbedingt eine Wäschespinne mir besorgen soll. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich brauche keine Wäschespinne, ich habe doch meine Wäscheständer drin und brauche ich nicht. Und jetzt, wo ich die Wäschespinne habe, jetzt ist hier irgendwas kaputt gegangen. Jetzt, wo ich die Wäschespinne habe, bin ich so wahnsinnig glücklich, dass ich sie habe. Und ich freue mich immer auf den Sommer, wenn ich meine Wäsche draußen aufhängen kann. Das ist so ein richtiges, ja, Hausfrauending jetzt wirklich. Aber ich freue mich wirklich, wenn ich draußen meine Wäsche aufhängen kann. Weil sie so schnell trocken ist, weil sie da, ach, weiß ich nicht, das ist einfach ein tolles Gefühl. Das ist so, als wenn man Kartoffeln selber anbaut. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen verrückt. Ich habe jetzt hier noch ein Eyeshadow von Uma. Und zwar 26, I'll say I love you. Oh, das finde ich süß. Ja, das finde ich süß. So, ich will hier mal nochmal was ausprobieren. Ich habe uns die Musik wieder geholt. Ich habe jetzt so einen anderen Pinsel, so einen. Und wollte einfach hier nochmal ein bisschen
in den... Na, ihr wisst schon. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen dunklere Farbe hinzaubern. So, weil mir das dann doch ein bisschen zu hell war irgendwie. Und da muss ja noch ein bisschen was stattfinden in meinem Auge. Ja, das sieht auch ganz gut aus, glaube ich. Aus dieser Perspektive ein bisschen, als hätte ich was aufs Auge gekriegt. Mhm. Ach so, entschuldigt bitte dieses Chaos hier im Hintergrund. Das ist eine Situation, für die ich mich entschuldige, die so nicht stattfinden sollte, aber ja, sie ist halt da. Und ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt wo ich mal Motivation, also, na, was heißt Motivation, jetzt wo ich auch mal Zeit habe und Lust und so, hier ein Video zu drehen, hatte ich jetzt keine Lust, vorher aufzuräumen. Weil ich weiß, wenn ich vorher noch aufgeräumt hätte, hätte ich dann keine Lust mehr oder keine Zeit mehr gehabt für das Video. Oder das wäre sonst was gewesen und dann, ja. Deswegen, so. Tada! Ja, finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich bin ja nicht so der Typ, der so besonders gut posen kann. Und meine Augenlider sind ja leider auch wahnsinnig hässlich und der Tod. Deswegen kann ich das leider nicht so gut zeigen. Ich habe hier auch übrigens eine schicke Frisur für euch gezaubert. Hier sind Haare. Hier sind Haare. Das hat ja nicht so gut geklappt mit dem Zopf. Der war auch vorher woanders. Angriff der Killer-Flusen. So. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Wir haben hier eine Kirchenglocke, weil wir in der Nähe der Kirche wohnen. Und es ist einfach total cool. Also am Anfang haben wir gedacht, oh Gott, da werden wir uns nie dran gewöhnen. Aber jetzt ist es einfach total cool, dass die Kirche hier ist und halt zur vollen Stunde immer, ich sag mal, wenn es drei ist, läutet sie halt dreimal. Ne? Zehnmal. Und jedes Mal um halb einmal. Und wenn man nicht mehr genau weiß, wie spät es jetzt ist, man weiß aber, wie spät es ungefähr sein sollte, dann sag ich mal, die Glocke läutet einmal, dann weißt du, ah, es ist halb. Musst du gerade nachdenken. Ja. Das ist ganz cool. So, dann wollte ich hier mal was durchführen. Nö, wollte ich nicht. Also ich habe hier so ein Kajal, wo ein Anspitzer dran sein soll. Wo ein Anspitzer dran ist. Und ich habe hier einen anderen Kajal, den ich gerne benutzen würde. Und zwar von Manhattan Exact Eyeliner Back to White. 11N Waterproof. So sieht der aus. Könnt ihr natürlich nicht lesen. Nö. Aber ich wollte den anspitzen. Das hatte nicht funktioniert. Schade. Kann man den drehen? Auch nicht. Hm. Habe ich einen Anspitzer? Nö. Warum nicht? Keine Ahnung. Freunde. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Also, benutze ich ihn nicht. Ganz eine einfache Sache. Den gibt es heute. Dunkle Augen. Ich versuche euch immer zu erzählen, was das für ein Kajal ist. Das ist ein P2 Perfect Look Kajal. Aus dem Jahre 12. Keine Ahnung, das ist so einer, der so ein bisschen dreieckig ist. So ein schwarzer, einfacher Kajal von P2. Und damit male ich mir ein bisschen die untere Wasserlinie an. Ja. Kann man schon mal den Unterschied sehen. Das betont das Auge halt immer ganz schön. Also je nachdem, wenn man zu viel hat, was ich auch durchaus kann, dann ist natürlich nicht so geil. So, ich male jetzt auch nicht bis hinten ran, glaube ich. Ich habe jetzt ein bisschen einen bösen Punkt gemalt. Aber nicht bis hinten ran. Kann man das hier nochmal sehen? Genau, da hört es halt auf, ja. So, jetzt hattet ihr auch mal die Gelegenheit, in mein Auge hineinzugucken. Und jetzt wollte ich ganz gerne ein bisschen Mascara benutzen. Ja. Also ich habe zwei verschiedene mal wieder am Start. Ich mache das in letzter Zeit ganz oft, die letzten Monate eigentlich schon, dass ich immer zwei verschiedene benutze. Ich fange mal mit unten an, zeige ich euch mal zuerst. Und zwar von Catrice. Von Catrice, der Glam & Doll Sculpt & Volume Mascara in Braun. Das ist dieser hier. Dieser. Und den liebe ich einfach. Den benutze ich am allerliebsten. Also das ist
wenn ich so über die letzten Jahre das mal betrachte, mein allerliebster Lieblingsmascara. Der ist natürlich mittlerweile schon ein bisschen leer und der ist halt für unten perfekt, aber für oben gibt er mir nicht mehr genug Farbe ab. Aber er ist gut. Und der, also den werde ich dann von unten für unten benutzen. Für unten benutzen. Und dann habe ich von Manhattan den Super Curler Volume and Curl Mascara Intensive. Nein, Intense Black. Der ist so ein dicker. Kein Wimpernbiegen notwendig, steht dabei. Der hat auch so eine sehr interessante Form. So. Finde ich irgendwie spannend. Was habe ich da denn? Dreck an der Hand. Ich fange mal an. Drückt mir die Daumen, dass ich mich nicht vollklecker. Das kann ich nämlich besonders gut. Ja. Interessante Musik, die ich hier angemacht habe. Finde ich. Das ist auch mein Zustand als alles andere. Ich hätte mir mal eine Playlist machen sollen. Ich sollte mir mal eine Playlist machen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Von diesem Mascara. Also ich habe ihn ja schon ein paar Mal benutzt, aber der ist immer so... Weiß ich auch nicht. Also der ist zwar ganz gut. Man kann da schon gut was erkennen, finde ich. Auf dem Bild sogar besser... in dem Video sogar besser als in echt, finde ich. Ich muss leider so ein bisschen affig gucken. Da gewöhnt ihr euch dran. Ich habe ja auch früher in meiner Jugend, das ist ja auch schon 2-3 Tage her, da habe ich immer gepumpt. Ohne Ende, weil ich halt dachte, das gehört so. Ich glaube, mir wurde das einfach mal so vorgemacht von irgendjemandem. Und dann habe ich halt immer gepumpt und gepumpt und gepumpt. Und irgendwann, sehr viel später, habe ich erfahren, das soll man gar nicht so machen. Okay, alles klar. Mein Leben lang falsch gemacht. Gut. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie mit der Materie beschäftigt, warum man es nicht machen soll. Ich mache es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich fühle mich irgendwie besser damit. Das ist so ein bisschen wie, ein Tierfreunde kann Fleisch mehr essen. Mieser Vergleich, Alex. Mieser Vergleich. Die Menschen werden dich hassen. Hoffentlich hasst ihr mich nicht deswegen. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, wie sehr viel besser ich mich gefühlt habe. Oder mich damit fühle. Ich übertreibe die Lage. Ignoriert, was ich sage. Also. Es macht den Anschein, als wenn da mehr wäre als da. Ist aber nicht. Finde ich auf jeden Fall ganz schick. Jetzt muss unten noch ein bisschen was hin und unten ist halt immer so. Nichts ruinieren, nichts ruinieren. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Zu dieser Situation. Ja. Also. Das war jetzt nicht besonders aufschlussreich, mein Gespräch hier mit euch, mein Monolog. Ich wollte euch sagen, wann war das Wetter schön? Ist noch... Nee, nein, nicht mehr. Wann war das Wetter schön am Wochenende? Wir haben viele schöne Sachen gemacht. Also, ne, gartentechnisch. Und ich hoffe, dass der Sommer bald kommt. Und ich habe mich ein bisschen vermalt. So sehe ich jetzt aus. Ich komme mal ein bisschen dichter ran. Wow. Ich finde es auch toll mit dieser Präzision meiner Kamera. Das klappt gut. Nicht. Das mache ich übrigens immer. Ich weiß nicht, ob andere Menschen das auch machen. Ich nehme ein Wattestäbchen in den Mund. Und dann nehme ich hier so kleine Verbesserungsarbeiten vor. Ausbesserung. Verbesserungsarbeiten ist auch gut. Ich nehme mir so kleine Ausbesserungen vor. Das war nur ganz bisschen. Jetzt ist wieder alles gut. Und dann habe ich noch als letztes Produkt. Mein
neuestes Schminkutensil. Und zwar ist das ein Lipgloss. Der ist von, sage ich euch nicht, von Malu Wills. Soft Kiss Gloss. 70-20D oder so. Ja. Auf jeden Fall von Malu Wills. Und ja, das riecht immer ganz toll. Ach, es riecht traumhaft. Und es, ja, ist so ein bisschen Glitzer mit drin. Aber recht dezent. Also ich mag das gerne, wenn das... Huch, hier ist auch... Wow. Alles klar. Ich mag das gerne, wenn das ein bisschen dezenter ist. Wie ihr seht, das ist alles sehr dezent. Ich habe jetzt nochmal mein letztes Produkt. Das ist dieses. Und zwar ist das von Essence. Das Eyebrow Stylist Set. In der Farbe 02 Natural Blonde Style. Blond. Ich bin weit entfernt von Blond. Ich bin auch weit entfernt von der guten Frisur. Mal wieder. Das kann ich besonders gut. Also was ich gut kann, ist die Frisur nicht im Griff haben. Eyeliner versauen. Und die Belichtung hier, die kann ich auch besonders gut nicht. So, also es gibt da so einen helleren Ton. So einen helleren Ton und einen dunkleren Ton. Und ich nehme eigentlich immer gerne den helleren Ton. Und dann schmiere ich mir einfach mit dem Pinselchen hier das so, ja, das war natürlich nichts, das so an die Augenbraue ran. Ich bin ja, das hattet ihr ja vielleicht schon mal mitbekommen. Guck mal, so sieht das aus. Nicht so der Augenbrauen. Styler-Typ. Ich kann das nicht so fancy, wie das heutzutage jedes Mädel macht. Kann ich nicht. Meine Augenbrauen habe aber, also ich habe auch kein Problem mit meinen Augenbrauen, ehrlich gesagt. Die stören mich absolut nicht. Also so sieht halt meine Augenbrauen echt aus. Ja, sieht halt im Moment so aus, als wenn sie nur von hier bis hier geht. Nein, Mann, da ist noch mehr Augenbraue. So sieht sie aus. Genau so. Und hier ist halt die andere Augenbraue. So. Klar, man erkennt einen Unterschied. Alles, also in echt ist es halt nicht so dramatisch. Es sieht halt bei mir eher komisch aus, wenn ich zu viel geschminkte Augenbrauen habe. Ne? Also das ist halt... Ja, das war auch drüber. Ich muss nochmal was korrigieren. Was Kleines korrigieren. So, das reicht. Das ist genug Augenbrauen für mich. So. So sieht es jetzt aus. Und ich finde, das ist noch recht neutral. Und das kann man so ganz gut tragen. Wenn ich bedenke, wie viele Produkte und Pinsel und so ich hier liegen habe, denke ich zwar, wow, das ist schon nicht mehr das kleine, feine Make-up. Aber ja, das ist halt so. Also ich habe übrigens hier, falls ich euch die noch nicht gezeigt habe, so eine kleinen, süßen, feinen Ohrringe. Die sind besonders toll. Ich kann euch das mal zeigen. So sehen die aus. Wow. Die sind so. So. Meine Kamera will das nicht. Ich versuche das hier mal schärfer zu stellen. Die Angelegenheit. Nö, macht sie nicht. Da sagt sie sich, wow, nein. Hallo Kamera. Mein Fingernagel will auch kein Mensch sehen. Naja, das sind auf jeden Fall so kleine Donuts. Erkennt ihr das? Das ist ein kleiner Donut. Ein kleiner, feiner. Ein super schicker. So, jetzt ist hier alles verstellt. Das habe ich ja gut gemacht. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass euch mein kleiner Look hier gefallen hat. Ich werde euch vielleicht gleich nochmal ein paar Bilder hier hinten dran packen, damit ihr das auch nochmal mit einem besseren Licht sehen könnt. Und ich wollte einfach, wie gesagt, nur ein bisschen quatschen und ein bisschen labern. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Leute, so sehe ich aus. Genau so. Ihr könnt das auch mal sehen. Es ist einfach Wahnsinn, wenn ich die Kamera da hinten hinstelle und dann dichter komme, seht ihr einfach gar nichts. Aber wenn ich die Kamera in mein Gesicht halte...
erstmal seht ihr dann, jetzt kommt ein bisschen Eigenlob, meine wunderschönen grünen Augen. Ich liebe meine Augen, wenn ich nichts an mir liebe, aber meine Augen finde ich geil. Und so kann man heute auch den Look mal sehen. Dass meine Lippen ein bisschen rosa sind und meine Zähne gelb, wow. Und dass hier ein bisschen rosa in meinem Gesicht stattfindet und so. Ja, und auch vielleicht mal hier meine kleinen Donuts, kann man auch sehen. Und das Chaos da hinten, kann man auch sehen, was man so möchte. Da ist ein Schlitz. Dazwischen. Und warum ist da ein Schlitz? Ja, vielleicht weil die Wände in diesem Raum schräg sind und krumm und schief und ja, aber Schlitze sind doch cool. Kann man gebrauchen. So, das war jetzt Blödsinn. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass das hier auch schön aussehen kann und dass es nicht einfach nur alles weiß in weiß ist. Na? Also, hauste, würde ich sagen.